Herzlich willkommen bei Knitting Dani. Unser Thema dieses Videos ist das umgeklappte Bündchen. Wenn ich ein doppeltes Bündchen möchte, sei es jetzt wie an dieser Kirschblütenmütze oder bei meiner Herzchenjacke mit dem krausrechten Bund hier am Hals. Man kann alle Bündchen oder auch unten beim Sweater, zum Beispiel der Abschlussbund, wenn man das doppelt möchte, immer umklappen und dann die Kanten aufeinanderlegen und zusammenstricken. So erspare ich mir das Umnähen und es sieht natürlich dann auch schon sehr schön aus. Hier mache ich es im 2-rechts-2-links-Muster. Bei der Krausjacke, wie gerade eben, mache ich es im Kraus-rechts, also dann rechts abstricken, wie ihr möchtet, wie es zu dem Muster passt. Und natürlich bietet es sich an, bei 2-rechts-2-links auch in diesem Muster zu bleiben. Ich habe hier schon mal ein Strickstück vorbereitet und wir klappen von uns weg die Anschlagkante nach oben. Jetzt treffen beide Kanten aufeinander. Was wichtig ist, damit sich der Bund nicht verzieht, wirklich die erste rechte Masche hier zu finden, die zweite rechte Masche auch wieder hier zu finden und so weiter, links auf links. Und so bleibt das ganz symmetrisch und aufeinander. Jetzt nehme ich von außen, das ist auch noch eigentlich ganz wichtig, immer die Außenkante der Anschlagkante, also der Masche. Immer die äußere Masche. Wir sehen, es gibt ja hier diese zweischenkelige Masche, die Außenmasche. Wenn ich die Innenmasche nehme, bleibt dann quasi die Außenkante sichtbar. Das sieht dann nicht so schön aus. Jetzt nehme ich schon mal von außen kommend, von hinten, die Masche hoch. Die Masche hoch. Moment, mein Strickfaden war nicht korrekt. Jetzt nehme ich die Masche hoch auf die linke Nadel und kann beide wunderbar zusammen rechts abstricken. Jetzt suche ich mir die dazugehörige. Lasst euch nicht verwirren, wenn ihr nach innen schaut, seht ihr natürlich bei der glatt rechten die Innenseite und das ist dann glatt links. Ich klappe das dann so um, auch um schön die Außenkante der Masche zu finden. Und dann stricke ich das zusammen rechts ab. Jetzt sind wir bei den linken und jetzt gucke ich die Außenmasche der ersten linken, nehme sie hoch auf linke Nadel und stricke beide zusammen ab. Die nächste linke kommt hoch zu ihrer linken, die schon auf der Nadel ist, und links ab. Jetzt suche ich mir die nächste Masche, das wäre dann diese hier. Ich zeige es nochmal deutlich, wir haben jetzt hier zwei rechte Maschen. Und ich nehme die erste von außen, ziehe sie hoch auf die linke Nadel und stricke rechts ab. Und weiter geht's mit der nächsten. Nach oben ziehen, rechts ab. Links. Der Außenschenkel dieser Masche links abstrecken. Beide zusammen. Nächster Außenschenkel. Und ihr merkt schon, das ist nun wirklich jetzt keine Wissenschaft, aber wenn man es einmal sieht, ist es doch ganz gut zu sehen, wie das funktioniert. Ist leicht und hat aber eine tolle Wirkung. Also das mache ich ehrlich gesagt am liebsten. Ich nähe gar nicht mehr so Bündchen, die ich zusammen haben möchte. Gar nicht mehr zusammen, sondern strickst zusammen ab. Da schauen wir nochmal ganz genau. Ich glaube, ich bin zu weit gesprungen. Ja, da wird es manchmal nicht so ganz klar. Jetzt. Und rechts
Manchmal muss man ein bisschen schummeln, wenn eine Masche sehr eng gestrickt ist. Zum Beispiel hier. Und jetzt noch zwei linke. Jetzt ist hier die Anschlagkante etwas eng. Wenn ich weiß, dass ich das letztendlich machen möchte, schlage ich tatsächlich auch enger, nicht enger, sondern weiter, ein bisschen lockerer an, was ich sonst nicht mache. Aber dann erwischen wir die Maschen viel besser. Jetzt gucke ich hier noch bei der letzten, dass ich die ordentlich von außen packe. Hier. Und schon habe ich die letzte Masche. Wir schauen uns gleich das Ergebnis an. Links die letzten zwei zusammen. Schon haben wir das geschafft und haben hier so ein kleines Tunnel. Und so sieht es von innen aus. Also bei einer Jacke super schön. Man sieht wirklich keine Nähkante. Und diesen Tunnel habe ich genutzt bei meiner trachtigen Herzchenjacke, um hier eine Kordel zu stricken. Da gibt es auch ein extra Video dafür, um auch das als Verschluss zu nutzen und einmal durchzuziehen. Wenn mir das nicht gefällt, bei einer offenen Jacke wird das zugenäht. Da kommt dann aber meistens auch eine Blende hin von einem, also von der Blende einer Jacke, wo ich Knöpfe annähe. Und da kann man das auch miteinander zusammen aufnehmen für das Bündchen außen. Oder wenn es im Runden ist, ist das sowieso geschlossen. Also das Ganze funktioniert in Runden und in Reihen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.